und herzlich willkommen hier bei Knirps TV. Ah, heute mal ein bisschen andere Perspektive. Ich hätte das hier noch aufgebaut wegen meinem letzten Video. Dachte ich, komm, hänge ich das gleich noch hinten dran. Ihr seht schon hier mit Schal und so, ist halt kalt, ne? Kalt in Deutschland, wir haben Winter, was soll man sagen. Ja, heute zeige ich euch mal ein bisschen was anderes. Zwar auch Sachen im Videospielbereich und Filmbereich, heute tatsächlich mal ein bisschen gemischt. Kam aber so zustande, weil ich es eben auch so gekauft habe. Ich glaube, das waren drei Auktionen. Genau, drei Auktionen, die ich aber alle beim selben Verkäufer mir gegönnt habe und gewonnen habe. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Denn heute geht es tatsächlich mal um PC-Spiele. Ja, Wahnsinn. Ewig, ich weiß gar nicht, wie ich auf den Trichter gekommen bin. Weiß ich nicht. Ah, doch, genau. Weil ich oben, das habe ich in meinem Zeitfresser im November, da habe ich das schon erwähnt, ich habe mir einen PC aufgebaut, meinen alten PC. Und dann habe ich einfach mal bei eBay gestöbert nach PC-Spielen, was es überhaupt so gibt, was man mal anzocken könnte auf dem PC, ne? Habe ich irgendwie mal ein bisschen Bock drauf gehabt. Und deswegen kam tatsächlich jetzt dieser Kauf hier zustande. Ja, erwartet nicht zu viel, keine heftigen Games. Ich habe da einfach jetzt mal geboten, dann was bekommen. Schauen wir jetzt mal gemeinsam rein, würde ich sagen. Hier ist der Karton, ich habe schon mal aufgemacht. Ich würde sagen, ich zeige euch erst die Filmsachen, die jetzt dabei waren. Habe ich einfach noch mitgenommen, weil ich es eigentlich cool fand. Oh. Und zwar haben wir hier, habe ich tatsächlich nur 1 Euro für bezahlt. Hab mich gefreut. Gut, ist jetzt Sachen, die hat man auch schon oft öfter gesehen. Und zwar die Herr der Ringe-Teile. Aber hier in so schönen Boxen, in Special Extended DVD, also DVD-Edition. Ja, ist doch geil, oder nicht? Für 1 Euro mitgenommen. Ja. Ist zwar jetzt nur DVD, aber mich stört das nicht. Hier. Ich find's geil. Schöne. Hier schöne Editionen hier. Auch noch wirklich im super Zustand. Wurde wahrscheinlich nur einmal geguckt. Hier mit etlichen DVDs und Zusatzmaterial. Hier, ihr seht's. Wahnsinn. Wen interessiert? Für Leute, die das interessiert, natürlich geil, ne? Die Sache ist natürlich, man guckt sich es wahrscheinlich auch nur einmal an, ne? Das ganze Zusatzmaterial. Und dann war es das, ne? Dann steht es hier rum. Überlegt mal, was hat man wohl früher für sowas bezahlt, ne? Also auch bestimmt 40, 50 Euro für so eine Special Edition hier. Dann insgesamt 150 Euro oder so. Und jetzt habe ich das alles bekommen für 1 Euro. Eigentlich traurig, ne? Aber gut, ich freue mich. Kommt in die Sammlung. Und genau. So, dann war noch dabei, auch im Filmbereich. Leider nicht jetzt komplett. Ich hab's aber schon da komplett. Warte mal, ist das alles? Guck mal gerade. Ja. Ich glaube, das waren alle drei hier. Und zwar 3 Staffeln von Lost, die Serie. Ich muss sagen, ja, weiß nicht, ob ihr Lost kennt, die Serie, ob ihr die mal geguckt habt. Aber ich muss wirklich sagen, zusammen so mit Prison Break ist Lost wirklich meine Lieblingsserie. Also wirklich. Boah. Hier die erste Staffel. Gibt es ja leider nicht auf Blu-ray. Vielleicht kommt das irgendwann mal, weiß ich nicht. Ich habe mir aber mal vor 2-3 Jahren habe ich mir mal die große Komplettbox von Lost gekauft. Ich glaube für schlappe 150 Euro. Sieht geil aus, aber seitdem habe ich sie auch noch nicht geguckt, wieder die Serie. Ich habe sie nur 2-mal in meinem Leben habe ich sie bisher durchgeguckt und einfach geil. Okay, das Ende kann man halten davon, was man will. Ich war auch ein bisschen enttäuscht. Ja. Aber wie hätte man es anders machen sollen? Okay, hier die erste Staffel. Dann haben wir hier die dritte Staffel. Auch wirklich super Zustand. Kann man nicht meckern. Und eben die vierte. Bei Gelegenheit werde ich mir die vielleicht sogar nochmal komplettieren. Dann habe ich es jetzt halt 2-mal hier. Einmal so in diesen Einzel-Editions hier und einmal eben so in einer großen Komplettbox. Warum nicht? Als Fan der Serie würde ich mir das hier sogar doppelt hinstellen. Habe ich kein Problem mit, ja. Oder ich gebe es irgendwie mal ab an jemanden aus der Familie, an meinen Vater oder so. Warum nicht? Der hat auch Interesse daran, sowas zu sammeln. Ja, das waren die Filmsachen. So, dann kommen wir jetzt zu den PC-Spielen. Wie gesagt, das stammt jetzt aus 2 Auktionen. Zeige ich euch erstmal. Ich versuche mal erstmal mit diesen. Hier sind auch so sogenannte Big Boxen drin. Also mit dieser Pappe, ne? Man kennt's.
Aber auch ganz normale, ja, wie sagt man, so in DVD-Höhlen, in Keepcases oder wie man sagt. Ich schau mal, wie ich das hier zeige. Ah, das hier gehört schon mal zusammen, das kann ich schon mal zeigen. Und zwar haben wir hier, kenne ich nicht, es sieht aus, ja, wird ein Strategiespiel sein. Hier zwei Stück, und zwar Rip hoch 2 und Rip hoch 3 haben wir hier. Kennt das jemand? Eine Strategie, Ballerspiel irgendwie. Ja, hier steht sogar Spieltyp Ballerspiel. Steht hier drauf. Ja, richtig billige Aufmachung. Es ist wohl irgendwie hier so Games für zwischendurch. Weiß ich nicht, ist das irgendwie aus dem Kick oder so? Oder aus einem 1-Euro-Shop? So sieht das zumindest aus. Ja, Strike Back und so Last Hero. Ja, werde ich mir mal angucken. Vielleicht macht es mir ja Spaß, ne? Warum nicht? Ja. Schauen wir uns mal an, ne? Games für zwischendurch. Warum nicht? Preise weiß ich jetzt nicht mehr. Müsste aber so für jetzt für alles komplett müsste ich da bei circa 20 Euro liegen, meine ich. Irgendwas in dem Bereich. So, greife einfach mal so raus hier. Ja, natürlich auch billig Spiel hier, ne? Ich mache mal das Cover hier wieder richtig. Oh, da stand anscheinend sogar aus einer Videothek. Gibt's ja nicht, weil hier so ein Videothekenring drauf ist. Comanche heißt das so? Irgendein Helikopterspiel. Comanche 4. Irgendein Helikopterspiel, Ballerspiel. Gut, ist jetzt nicht unbedingt meins, aber war halt dabei. Kann man sich ja trotzdem mal angucken. So. Keine Ahnung. Ah, wird man sich mal angucken. So. Dann haben wir etwas, was gar nichts für mich ist. Hier so ein Erotikspiel. Ja. Seven Sins. Also 7 Sinne. Ja. Hat man schon öfter mal was von gehört, ne? Aber werde ich mir nie angucken. Vor allem ist das hier auch noch auf Englisch. Ja. Gucken, ob man das überhaupt einzeln verkaufen kann. Möchte sowas noch jemand haben? Schauen wir mal. Dann haben wir hier noch neu verpackt. Hat mal gekostet 99 Cent. Jets and Guns. Ist halt so ein, wie sagt man nochmal? Shoot 'em up, ne? Genau. So ein Side-Scrolling Shoot 'em up. Man sieht es hier hinten. Sowas mag ich eigentlich ganz gerne. Sieht natürlich von den Screenshots aber auch ziemlich billig aus. Aber werde ich mir auch mal angucken. Sowas kann ja schon ziemlich fetzen und Bock machen, ne? Ich hoffe, man sieht es richtig jetzt, dass ich das richtig halte, hier von der Höhe hier. Aber ich hoffe mal, ich denke mal schon. So, Jets and Guns. Dann haben wir hier etwas. Ja, auch richtig billig. Wird auch schon alles schon sau alt sein, weil hier steht halt PC, CD-ROM. Ne? Und zwar Hyperspace. Das ist irgendwie so ein Weltraumspiel. Weltraumshooter. Verteidigen Sie die Erde. Ja, ich glaube, das werde ich mir nicht angucken. Ich glaube, ich lasse das verpackt, so verpackt. Versuche es wieder zu verkaufen. Weil ich glaube, da werde ich keinen Spaß dran haben. Deswegen lasse ich es dann lieber so verpackt. Ich weiß nicht, ob das noch jemand haben möchte. Für einen Euro könnte man es vielleicht loswerden, ne? Wird man sehen. Dann haben wir hier so ein Tower Defense Spiel. Nennt sich auch Masters of Defense. Sowas mochte ich ja immer ganz gerne. Obwohl das hier jetzt gar nicht so spektakulär aussieht. So Mittelalter-Style-mäßig sieht das hier aus. Ja, Masters of Defense. Auch noch neu verpackt. Und dann alles so ältere Spiele, die man auch auf älteren PCs spielen kann. Ne? Oben, wie gesagt, habe ich meinen Windows Vista PC stehen. Und da kann man dann solche Sachen mal drauf daddeln. Ne? Dann kommt der Wesen auch nochmal zum Einsatz, der alte PC. Finde ich da ganz cool eigentlich. So, dann haben wir hier, was ist das? Solid Games. Vista XP Ready. Und zwar Enemy Engaged.
hier so ein Doppelpack. Enemy Engaged Apache Havoc und Enemy Engaged Comanche vs. Hokum. Aha. Also auch wieder so Piloten, Helikopterspiele, Kampfhubschrauberspiele. Neu verpackt. Werde ich wahrscheinlich auch neu verpackt lassen. Ja. Okay. Wie gesagt, einmal mal Bock habt, sowas zu kaufen, ja. Eigentlich teilweise ein bisschen dumm, aber naja. Dann hier vom Saturn hat mal 2,99 Euro gekostet. Und zwar Greed. Greed Black Border. Das sieht tatsächlich schon wieder ein bisschen interessanter aus. Das scheint auch wirklich so ein, ja, wie soll man sagen, in dieser Diablo-Ansicht, wie nennt man das? Diese Top-Down-Ansicht nennt man das, glaube ich, ne? So eine 2D-Top-Down-Ansicht. Ja, so sieht das aus. So Science-Fiction-Shooter-Top-Down-Gemetzel hier. Das werde ich mir mal anschauen. Das sieht wirklich interessant aus. Ja. Auch noch neu verpackt. So, warum nicht? Cool. So, dann kommen wir jetzt zu diesen Big Boxen sozusagen. Also sind nicht ganz diese großen Boxen, sondern die danach kamen, diese bisschen kleineren. Hier, ich zeige es euch mal, da wisst ihr, was ich meine. Und zwar haben wir hier Sacred Gold in der Gold Edition. Das habe ich schon so oft gesehen, hier mit dieser Frau drauf und so, dieses Spiel. Ich habe das aber sowas nie gespielt. Ja. Okay, es sieht interessant aus. Ist halt eben auch in dieser 2D-Top-Down-Ansicht, ne? Weiß ich nicht. Das wird wahrscheinlich auch so ein Endlos-Spiel sein, ne? Was sehr zeitintensiv ist. Weiß halt nie, ob ich dann ja sowas mal wirklich spielen sollte. Hier aus der Software-Pyramide, wer kennt's nicht? Sacred Gold. Hier, man kennt's ja, ne? In diese Art Verpackung. Finde ich ganz schick eigentlich so fürs Regal. So, was haben wir denn noch hier? Dann haben wir auch noch eine Gold Edition und zwar von Titan Crest. Ja, hier dasselbe, so vom Spielprinzip her. Man ja, ist auch so Top-Down-mäßig. Titan Crest hier, die Deluxe Edition und Immortal Throne. Anscheinend auch so eine Erweiterung. Ja, warum nicht? Wenn man wirklich ganz viel Zeit hat, dann kann man sich das mal angucken. Ich glaube schon, dass ich da Spaß dran hätte, mich da durchzuschlagen. Aber wie gesagt, man wird da sehr, sehr viel Zeit für brauchen. Und das habe ich einfach nicht, ne? Aber wenn ich es mal spielen sollte, dann würde es mir wahrscheinlich schon gefallen. Naja, okay. Dann war hier noch was dabei. Ja, es war halt auch dabei. Kann ich nichts mit anfangen. Scheint sogar noch. Ist das mit Disketten? Nee, mit CD. CD-ROM. Ich dachte gerade schon. Verschlüsseln Sie Ihre Daten in virtuellen Festplatten. Und zwar Strong Disk. Noch neu verpackt. Ja, der Tresor für ihre Daten. Okay, hier hinten ist eine Nummer drauf, die kann ich jetzt nicht zeigen. Ja, braucht man halt nicht, ne? Heutzutage gibt es andere Möglichkeiten. Ist von 2000 oder 1999 das Programm hier. Ja, ist schon ein bisschen her, ne? Naja, vielleicht an so Nostalgiker, an so Sammler, an so, ja, irgendwelche Sammler, von die genau solche Sachen suchen. Wäre das vielleicht was, ne? Schauen wir mal. Vor allem, weil es eben noch neu verpackt ist. Dann ein Spiel, was ich tatsächlich genau in dieser Edition schon habe. Aber hier ist es noch neu verpackt. Habe ich immer mal wieder installiert und gespielt. Also so für eine halbe bis eine Stunde. Aber dann war es auch schon wieder, ne? Dann schlummerte das Spiel ewig auf meiner Festplatte, bis ich es dann nach einem halben Jahr oder so mal wieder deinstalliert habe. Ja. Und zwar ist die Rede von Red Faction Guerrilla. Habe ich noch da oben hinten stehen in meinem Raum. Hier jetzt neu verpackt. Ich habe es tatsächlich schon mal versucht zu verkaufen. Ich bin es aber selbst für 1 Euro nicht losgeworden.
Ja. Vielleicht könnte ich es neu verpackt wieder verkaufen für 1 Euro. Aber schwierig, ne? Vielleicht muss ich noch ein paar Jahre stehen lassen, bis das mal so ein bisschen Staub ansetzt und ein bisschen höherpreisiger wird, weil es eben dann schon eine Rarität ist sozusagen. Schauen wir mal. Ich finde es halt cool, dass es neu verpackt ist. Werde ich mir so in die Sammlung stellen. Ja. Spielen würde ich es gerne mal, weil mir der Anfang schon gefallen hat, so von der Idee her. Aber, ja. Dann haben wir hier, ja, auch noch neu verpackt. Auch schon ein bisschen staubig. Und zwar Elder Scrolls 4 Oblivion. Absoluter Klassiker, ne? Aber ich habe es nie gespielt. Das ist auch wirklich so eine Art Spiel, die wirklich sehr, sehr viel Zeit frisst, ne? Deswegen habe ich sowas nie angefasst. Hier in der Spiel des Jahres Edition werde ich mir auch erstmal so einfach in die Sammlung stellen. Einfach aus dem Grund, weil es neu verpackt ist. Das finde ich dann ganz schön, ne? Ja, kurz dazu. Dann haben wir auch noch was neu verpacktes. Da habe ich sogar schon so eine Komplett-Edition da, aber in so einer kleinen DVD-Box, DVD-Hülle. Und, aber jetzt haben wir es hier auch noch mal in dieser Papp-Edition hier. Und zwar die Gold-Edition von Company of Heroes. Auch sehr geil. Werde ich mir auch erstmal so hinstellen. Ah, ich sehe gerade hier hinten, ist es schon aufgerissen. Also hier ist schon, ich glaube, sieht man jetzt nicht, aber hier ist schon, fehlt schon so ein Stück von der Folie. Company of Heroes. Sehr cool. Also Strategiespiel, ne? Ja. Hätte ich aber auch mal Interesse dran, das zu spielen. Dann, oh, Mensch. Dann auch in einem Goldpack. Irgendwie haben die das immer so Goldpack und Goldedition genannt, ne? Und zwar hier von, noch von LucasArts. Preisgekröntes Spiel mitsamt Expansion Pack. Star Wars Empires at War. Ja, auch so hier strategiespielmäßig aufgebaut, das Ganze. Kommandiere oder korrumpiere? Das Wort habe ich noch nie gehört. Korrumpiere? Was ist das denn? Ja. Star Wars Empire at War. Ja. Einfach für die Sammlung mal so hinstellen, weil es halt eben noch neu verpackt ist. Ich finde es ganz schick. Da kann man sich so schön der Vorderfront so ins Regal stellen oder in die Vitrine. Ist doch ganz nett, warum nicht? Dann haben wir hier noch ein neu verpacktes. Das ultimative Civilization 4 Komplettpaket. Ja, hier. Es nennt sich Civilization 4 Ultimate. Ja. Wahrscheinlich mit allen Erweiterungen, ne? Genau, das Hauptspiel dann Beyond the Sword, Warlords und Colonization, ne, mit Erweiterungen allen rum und dran. Civilization habe ich tatsächlich nie gespielt. Was ich mal gespielt hatte, boah, ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt. Das war auch so eine Art Strategiespiel, aber ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen. Na, ist auch egal. Auf jeden Fall das auch noch dabei. An sich finde ich sowas ja schon interessant. So Menschheitssimulation, so steht es ja auch hier. Die ultimative Menschheitssimulation. Ich finde sowas schon interessant. Da braucht man aber auch wirklich lange, um sich da wirklich einzuarbeiten, einzufuchsen in so eine Art Spiel, ne? Und das Problem ist, ich bin meistens relativ schlecht in so Aufbaustrategiespielen. Ich verkacke da irgendwie voll schnell. Ja. Da waren andere Kumpels und so immer, wenn wir gegeneinander irgendwas gespielt haben, habe ich immer so auf die Mütze bekommen. Hat einen auch irgendwie dann gefrustet, ne? Dann haben wir hier noch was Kleineres. Auch noch neu verpackt hier von Daredelic Entertainment. Wer kennt's noch? Und zwar der WiiWare-Strategie-Hit nun für den PC. Und zwar Swords and Soldiers. Daredelic, die haben wir eigentlich immer ganz schöne Spiele gemacht oder machen sie immer noch. Und hier auch sowas knallbuntes, aber ich kann gar nicht genau sagen, was das für eine Art Spiel ist. Man hat hier verschiedene Level zur Auswahl. Ja, man, irgendwie was ganz buntes ist das hier. So wie man es ja kennt, ne? Von Daredelic. Und zieht man da irgendwie in die Schlacht, ne? So strategiemäßig hat man verschiedene Fähigkeiten, verschiedene Waffen oder was. Vielleicht auch verschiedene Charaktere.
wie man sich da vielleicht auflevelt. Ich weiß es nicht. Der Gegner hat es gewagt, ihr Territorium zu betreten. Ein Affront. Schnappen Sie sich Ihre Kampfaxt und geben Sie ihm eins auf die Nase. Werde ich mir mal angucken. Das könnte wirklich Spaß machen. Ja, coole Sache. Und zu guter Letzt, eine Sache haben wir hier noch. Leider schon ein bisschen ramponiert. Wurde auch schon teilweise geklebt hier. Hä? Zugeklebt? Der wurde einmal drum geklebt. Okay, müsste ich mir dann mal angucken. Da ist es ja sogar noch neu sozusagen, aber es sieht schon sehr ramponiert aus. Und zwar Gold Games, also 7 Gold Games. Aber hier sind 10 Top-Spiele drin. Das ist auch wieder mysteriös. Okay, hier so eine Box mit 10 Top-Spielen. Auch ziemlich cool eigentlich. Ja, da ist einiges drin. Müsste ich wirklich mal reingucken. Ist jetzt hier verklebt und so. Was haben wir denn hier? Also ihr könnt noch mal hinten gucken, wie das so aussieht hier. Wir haben hier, hier hinten steht es besser, Star Wars Jedi Knight 2, also Jedi Outcast, dann The Elder Scrolls 3 Morrowind, Tom Clancy's Ghost Recon, dann Tony Hawk's Pro Skater 3, Racing Simulation 3, Will Rock, das sagt mir nichts, sieht aber sehr interessant aus, wie so ein knallharter Shooter, so im Stile von Serious Sam, so sieht das hier aus. Dann The Partners, das sieht aus wie so eine Sims-Simulation. Dann Lago Winch, Empire Under Threat. Okay. Duke Nukem, Manhattan Project. Und zu guter Letzt EL2 Sturmovik, Forgotten Battles, so eine Flugkampfsimulation. Am meisten interessiert mich tatsächlich hier Will Rock. Das sieht interessant aus. Aber der Rest, naja, jetzt nicht unbedingt so. Aber warum nicht? Kann man sich mal so hinstellen. Hier so ein paar Gold Games. Ist doch ganz nett. Ja, Leute, das war's. Karton ist leer. Oh. Ja, was sagt ihr? Allgemein zu PC-Spielen? Zockt ihr auf dem PC? Auch mal ältere Sachen? Oder allgemein, seid ihr nur PC-Zocker? Seid ihr nur PC-Zocker? Die auch ja jetzt neue Sachen nur am PC spielen anstatt Konsole. Ich bin ja sonst eigentlich eher Consolero, muss man wirklich so sagen. Aber auf so ältere Sachen, die jetzt auch halt auf älteren PCs laufen, da habe ich auch mal Interesse, wirklich dann mal ja, so ein paar Sachen nachzuholen. Ne? Wie gesagt, vieles wird hier einfach für die Sammlung erstmal sein. Die Sachen, die noch neu verpackt sind. Diese ganzen PC, diese Pappboxen hier halten. Werde ich mir so schön ins Regal irgendwo pflanzen. Und ja, auch schön hier mit der Herr der Ringe Collection Lost. Da werde ich auch nochmal gucken, dass ich vielleicht vervollständige. Ja, was habt ihr zu den Sachen? Wie steht ihr zu PC? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ja, ich danke erstmal fürs Einschalten. Gerne Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Hier meine kleine Ausbeute. Wie gesagt, ich habe circa 20 Euro für alles bezahlt. Vielleicht einen Tick mehr. Und abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns hier am nächsten Sonntag auf meinem Kanal. 18:30 Uhr. Haut rein, bis dann und ciao.